SPS-Eigenschaften. Da geht es um den Lebenszyklus. Eine SPS garantiert einen Lebenszyklus von mindestens 15, in der Regel bis 20 und noch längere Jahre. Ja. Weil was passiert, wenn Sie im Lebenszyklus Ihre Anlage sehen, dann müssen Sie in der Regel 2 bis 3 Mal die Gebäudeautomations-, also die Hardware austauschen, ergänzen, umbauen, sanieren, updaten, ja, um mit dem Lebenszyklus synchron laufen zu können. Die UBS Bank hier in der Schweiz gibt jährlich 120 Millionen Schweizer Franken aus für den Erhalt ihrer Liegenschaften. Erhalt, also das ist nicht Neubau. Und ein Drittel, das sind schlappe 40 Millionen Schweizer Franken, entfallen in den Erhalt der HLKSE-Anlagen. Und ein großer maßgeblicher Anteil daran ist die Gebäudeautomation. Und warum? Genau wegen diesem Thema. Ja? Weil die ständig im Betrieb der Anlage umbauen müssen, sanieren müssen, es gibt keine kompatible Hardware mehr, alte Hardware raus, neue Hardware rein, sie ist nicht modular, man kann sie nicht erweitern und ergänzen und so weiter. Die SPS-Eigenschaften garantieren Ihnen, dass der Lebenszyklus synchron zu Ihrer Anlage läuft. Nicht nur die Hardware, sondern auch die Software ist kompatibel über 20 Jahre. Ja? Und bei uns ist es auch so, während der Servicephase, also Ersatzteilphase, gibt es bereits schon eine Umstiegsphase auf ein kompatibles neues System. Damit haben Sie über 20 Jahre lang eigentlich keine Probleme in diesem Bereich.